So, kommen wir zu den kleinen Hardboxen und versuchen wir mal ein bisschen schneller zu machen. Kommen wir zu der kompletten Cat 3-Reihe. Hier haben wir einmal grotesk. Ja, richtig krasser Torture-Porn ohne Sinn und Verstand. Muss auch mal sein. Dann hier noch original verpackt Red to Kill. Auch einer der begehrteren Titel aus der Reihe. Hier steht 50 Euro, ne? 50 Euro habe ich aber nicht bezahlt. Ich habe mal einem damaligen Händler, der hatte mir die fehlenden Teile besorgt und hat dann mir einen guten Komplettpreis gemacht. Und ja, hier haben wir noch Ebola-Syndrom. Auch ein richtig übler Film, definitiv, ja. Der ist auch noch zu. Ist auch der einzige in der Reihe, der so gräulich ist. Ja, Bloody Reunion. Wie gesagt, da kann ich leider nichts zu sagen. Und dann haben wir hier einmal Morbidia. Ja, hier sind auch manchmal noch so Karten drin und sowas. Und die waren immer so limitiert, so 2000, 2500, glaube ich. Bin mir da nicht ganz so sicher. Und dann haben wir hier noch einen Film, wenn ihr es nicht mögt, wie man sieht, wenn so Fingernägel und so gezogen werden, dann schaut euch das hier auf keinen Fall ein. Ach hier, der ist zum Beispiel auf 3000, sehe ich gerade, limitiert. Ja, das war schon ziemlich eklig, was da auch so verabreicht worden ist, ne? So. Machen wir mal eben. So. Oh, ich bin so linksbehindert, ne? Das ist unglaublich, Leute. Das gibt eine Anzeige. Da könnt ihr mich jetzt auch auslachen für. Jetzt ist da auch noch was dahinter gefallen. Ich werd bekloppt. Jetzt fällt das alles um. Ah, das scheiß Kabel hier. Oh, ich habe hier nur Stress mit euch. So. Alles nur Spaß. So, dann haben wir hier Man Behind the Sun. Ist zwar noch OVP, aber den habe ich schon mal gesehen. Und ja, keine schönen Bilder auf jeden Fall. Ich sag nur so, ja, so Unterdruckkammer zum Beispiel. Oh, das war schon. Ach nee, das ist der zweite, Entschuldigung. Was? Laboratory of the Devil. Nee, den kenne ich noch nicht. Hier ist der erste. Ist auch zu, aber wie gesagt, den habe ich schon gesehen. Dann haben wir hier. Ach so. A Chinese Torture Chamber Story. Ja, kann ich zeigen, man sieht ja nichts. Keine Nipples oder so. Ja, da oben. Das kann man auch nur erahnen. Und natürlich A Chinese Torture Chamber Story 2. Ja, quasi Frauen in Ketten. So, war das hier? Was hat die da im Mund? Den Daumen, oh Gott sei Dank. So, das sah aber ein bisschen anzüglich aus hier. So. Das Kabel. Ich brauche mal so ein, wie heißt das? So ein Funkmikro irgendwie. So, dann haben wir hier. Invitation only. Ja, ein bisschen ähnlich wie zu dem hier Torture Chamber Dingsbums. Der war, ja, war jetzt nicht so hart irgendwie. Ja, da werden so Leute eingeladen und denen geht es dann später gar nicht gut. Und dann haben wir hier die All Night Long Trilogie. Ja, da könnt ihr mal die Preise sehen von damals tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe damals so ein Paket abgekauft und ich habe mindestens 5 Euro weniger dafür bezahlt.
hochgerechnet dann. Hier ist der zweite. Ja, ich glaube, der erste ist auch relativ schwer dran zu kommen. Und dann haben wir hier den dritten. Ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile heute aussieht. Ob man da gut drankommt oder nicht, keine Ahnung. So, das war die Category 3 Reihe. Und dann kommen wir hier zu einer ganz, auch zu einer Reihe, die ja teilweise belächelt worden ist. Und ja, einige denken so, ach, es gibt härtere, krassere Sachen. Für mich langt es. Für mich langt es, auch wenn nicht alles echt ist. Ja, einiges ist auch gefaked. Ich glaube, beim ersten Teil hier, ja, wir reden hier von Gesichter des Todes. Gerade die Szene hier vorne ist fake. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, hier ist so 60 echt und 40 fake, meine ich, wäre es gewesen. Aber trotzdem hat dieser Film nichts an, büßt er nichts an Atmosphäre und Stimmung ein. Boah, Junge, Junge, ey. Und ich kann das auch teilweise gar nicht mehr so krass auseinanderhalten. Deswegen sind die anderen auch noch zu. Ja, ich habe vieles mal damals auf VHS gesehen und das war ja auch nicht immer ganz ungeschnitten. Ja, und ich habe mich hier einfach immer für das Cover mit den Blitzen entschieden, weil das halt auch damals auf der VHS drauf war und ich die anderen nicht so toll fand. Ja, dann haben wir hier den vierten. Der war auch. Ist schon. Da musst du Bock drauf haben, ja. Da musst du richtig dein Niveau ablegen und Gesichter des Todes V. Ja, 5 natürlich. Dann haben wir hier den sechsten. Jawohl. Und ab hier weiß ich schon gar nicht mehr, ob das überhaupt zu Gesichter des Todes zählt. War das denn dieser Teil mit diesem korrupten Politiker? Oder war das der achte? Ja, ist ja immer alles so, ne? Nee, den Navi, den. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein. Ich muss mir das mal ganz schnell eben durchlesen, ja? Aber hier der Tonkang. Ja, ja. Massaker sind Exekutionen, Drogen sondern eben noch immer. James Dean, John F. Kennedy. Genau. Hier geht's nämlich um den siebten Teil. Hier wird nochmal. Auch so James Dean, die Ermordung von John F. Kennedy, Malcolm X, Che Guevara, Martin Luther King und die Szenen von Elvis Presleys Beerdigung und sowas. Und hier müsste auch eine Szene drin sein mit so einem korrupten Politiker, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der sich vor einer Pressekonferenz vor laufender Kamera sich die Waffe in den Hals schiebt und abdrückt. Ist natürlich. Das war so einer der härtesten Szenen, wo ich mich dran erinnern kann. Aber das hier ist so vom Dokumentarischen her wirklich sehr, sehr interessant. Ja, also wie soll ich das sagen, ohne dass das morbid klingt? Ein guter Teil. Ja, ihr versteht schon, wie ich das meine. So, und was ich halt zum Beispiel überhaupt nicht wusste, Gesichter des Todes 8. Ja, aber hier steht viele Tatortbilder aus 30er, 40er Jahren mit Zweiten Weltkriegssachen und sowas. Habe ich mir jetzt halt erstmal so zur Komplettiertheit geholt. Gutes Deutsch, Olli, gutes Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ob ich mir die überhaupt mal reinziehe, keine Ahnung. Warum hast du das denn dann? Hä? Warum nicht? So, dann haben wir hier zwei
kleine Hardboxen von X-Rated. Einmal Puppet Master Axis of Evil und einmal Cemetery of the Dead unzensiert. Ja. Dann eine Hardbox von 84 und zwar ja auch so eine Trauma Edition mit Night Beast. Da gibt es eigentlich noch ein viel, viel geileres Cover. Genau, hier mit diesem Vieh. Hässlich. Ich bin so hässlich. Aber ich hatte das, glaube ich, auch mal in... Entweder habe ich das getauscht oder es war in einem Mystery-Paket drin. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, Troma halt, ne? So, dann haben wir hier drei kleine Hardboxen von Excess Entertainment. Einmal The Bite. Ja, ich glaube, hier mutiert irgendwie so ein Typ. Reptoid, aber in was denn? Schlangenbiss. Ach so, okay. Ich glaube, hier wird irgendwie einer gebissen und der mutiert irgendwie langsam immer mehr zu so einer Schlange. Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall mit Special Effects von Screaming Mad George. Ja, das kann nur geil sein. Ich finde es so schade, dass dieser Mann einfach nichts mehr... ja... Wahrscheinlich sind die Effekte total veraltet heutzutage, aber ich fand sie geil. So, dann haben wir hier The Mad Foxes, Feuer auf Rädern oder auch Stingray 2 genannt. Ja, so schön trashig, sleazy, mega geil. Und dann haben wir hatten ja eben hier als große Hardbox Evil Dead Trap und hier ist Evil Dead Trap 2. Hideki the Killer. Und da darf natürlich der dritte Teil nicht fehlen. Evil Dead Trap Part 3. Ja, für 5,99 Leute. Ich glaube, hiervon gibt es auch eine große Hardbox. Aber das reicht mir erstmal so. So. Dann machen wir mal bis hierhin. Dann haben wir hier von XT Video River Play, ein Film von Olaf Ittenbach. Ja, ein, ja, sagen wir es mal so, ein harter Thriller. Ja, der Itti ist hier mal eine kleine andere Sparte reingegangen. Natürlich hat er auch hier und da seine krassen Momente. Aber im Großen und Ganzen kann man das eigentlich eher so als Thriller sehen, als reiner Splatter-Film oder sowas. Dann auch hier von XT Dr. Lamp. Ja, auch so ein Kategorie 3 Film, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier von Eyecatcher Movies. Totale Angst über der Stadt. Bloody Birthday. Unheimlich schockierend, übersinnlich, unfassbar. Ein hammergeiles Bild. Ja, so eine Tochter will ich auch mal zu meinem Geburtstag haben. Und dann haben wir hier das Double Feature. Was ist das denn? Hört sich das nur so an oder? Nee, das ist rausgefallen. So viel Zeit muss sein. Dann haben wir hier Mondo Kannibale 1 und 2. Oh, lecker, ne? Ja, komm, kann ich zeigen. Ist schon okay. Puppöchen. Da haben sich zwei ganz doll lieb und so. Und hier unten wird dann, ne? Gegessen. So. Dann haben wir hier ein bisschen was aus der CMV Trash Collection. Einmal Friedhof der Zombies. Dann Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. Den wollte ich mir eigentlich auch mal upgraden. Dann Rawhead Rex von Clive Barker.
Ich glaube, hier hat Wicked Vision was angekündigt und das werde ich mir definitiv holen, glaube ich. Muss ich auf die Cover abwarten, daran mache ich das auch ein bisschen abhängig. Muss ja auch passen, ne? Dann hier George Eastman in einem postapokalyptischen Film. Regie war hier Sergio Martino, Fireflash. Ja, so ein Italo Mad Max Rip-Off. Ja, muss man Bock drauf haben, ne? Ich finde sowas geil. So, komm, das nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir hier in der Widescreen Edition von PCM einen Film von Jim Muro, einer der größten Kultfilme aller Zeiten, Street Trash. Ja, ich muss mir den nochmal geben. Ich war bei der Erstsichtung nicht ganz so krass gehypt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann haben wir hier einen Film in der Extended Sleaze Version. You'll Never Die Alone. Ich glaube, es war ein argentinischer Film oder so. Ja, auch Rape on Revenge. Hier steht limitiert auf 666 Stück, aber leider ohne Nummer. Dann haben wir hier einen Film von, ist es von ihm? Ja, von Timo Rose, ganz genau. Oh, ist es der vierte? Ja, hier steht es drauf. Gott sei Dank hat mich doch mein Kopf nicht ganz so verlassen. Mutation Annihilation, ja, der vierte Teil der legendäre Mutationsreihe. Ja, ist halt deutscher Indie Splatter. Und dann noch ein Film von Timo Rose, den habe ich noch nicht gesehen. Legend of Moonlight Mountain. Hier von CMV. Und als drei letzte, eieiei, 40 Minuten, haben wir hier einmal diese Red Edition, die nochmal rauskam in der kleinen Hardbox. Einmal The Video Dead. Dann haben wir einmal hier einmal Don't Wake the Dead. Ist auch hier so ein deutscher Amateur-Splatter. Ich glaube von Andreas Schnaas oder so. Ganz genau. Ja, da ist auch die 18er gekürzt. Können wir das noch da rein? Nee. Und als allerletztes aus dem Mystery-Paket vom Juten Thorsten. Thorsten, falls du guckst, liebe Grüße. Guitar Man. Limitiert auf 1000 Stück. Ja, da unten steht's. Ja, lecker, lecker Latex-Mädchen am Motorrad. Das kann nur gut sein, oder? So. Das waren meine Hardboxen. Ich hoffe, ich konnte euch eventuell was, ein paar Geheimtipps zeigen, wie auch immer, oder euch andere Filme zurück ins Gedächtnis rufen. Ja, würde mich mal interessieren, was sagt ihr zu Hardboxen? Findet ihr die gut? Findet ihr die scheiße? Es gibt ja auch, oder es gab mal eine Blu-ray-Hardboxen, die waren dann noch mal ein bisschen kleiner als die kleinen Hardboxen. Haben sich aber zum Glück nicht durchgesetzt, weil die fand ich auch, also die fand ich richtig kacke, ja. Also ich persönlich würde immer eine große Hardbox vorziehen. Aber auch kleine sind natürlich vollkommen okay. Und ja, von daher würde ich sagen, wie gesagt, interessiert mich gerne eure Meinung dazu. Und ich bin froh, dass wir jetzt einen kleinen Schritt weiter sind von meiner Overview und dass ich diese Episode hiermit abschließen kann, ja? Also, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, euer Movie Picker. Au revoir.